So, ich habe gehört, ihr kriegt nicht genug. Ja, und zwar gibt es schon wieder was Neues. Und zwar gibt es einen neuen Song von der wirklich tollen Band Arrokia. Arrokia, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das Arrokia? Arrokia? Egal. Ich habe die Jungs, boah, zufällig entdeckt, irgendwann. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, volles Jahr. Ich müsste ich gucken auf meinem Blog. Ich habe die tatsächlich nämlich interviewen dürfen. Es sind unfassbar liebe Menschen, unfassbar tolle Menschen. Und ich war sofort angetan von der Musik. Ja. Im Übrigen, wer das noch nicht weiß, Chris von Lord of the Lost hat dieses Lied nicht nur mitproduziert, sondern da steht ein Feat Chris Harms. Also, ich bin gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. We love the day.
Oh, oh mein, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe noch. Ich finde die Band so oder so schon mega. Für mich eine der besten Neuentdeckungen überhaupt. Ich flippe gerade ein bisschen aus, dezent. Was für ein geiles Teil ist das denn? Also. Ich liebe ja seine Stimme. Diese Gesangsstimme. Wahnsinn. Und dann kommt noch Chris dazu. Also dieses. Das killt gerade alles bei mir im Kopf. Ich hoffe, es bleibt auch nicht bei dem einen Song. Die Kombination aus beiden ist wahnsinnig gut. Wahnsinnig gelungen. Der Part von Chris ist mega. Die beiden zusammen harmonieren unwahrscheinlich gut. Die verschiedenen Stimmlagen sind wahnsinnig schön. Und dieser Song. What? Mega! Das ist so ein richtiger Abgroove- und Abrock-Song. Die könnte ich mir jetzt schon wieder in Dauerschleife anhören. Wird langsam eng mit den Dauerschleife-Songs, die ich habe. Verdammt. Geiles Video, geil, schon wieder absolute tolle Outfits, wie ich finde. Düster, wie man es kennt, also ich, wenn man sich die Videos mal ansieht. Und ich finde, sie haben es absolut verdient, gehört und gesehen zu werden. Diese Jungs sind so gut. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Also schon, aber ich bin so glücklich, die entdeckt zu haben. Ohne Witz. Das ist. Und ich bin eigentlich nicht so in der Richtung unterwegs, aber das ist total meins. Mega, mega geiles Teil. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem Song und vor allem natürlich auch zu der Kombination mit Chris Harms? Mega. Lasst es mich unbedingt wissen. Wir sehen uns.